1,93 groß. Er ist Profiboxer seit dem Jahr 2005 mit dieser Statistik. 25 Kämpfe, 24 Siege, 13 davon durch Knockout. Sein Coach Uli Wegner, geboren in Kuba. Er trainiert in Berlin und lebt in Halle an der Saale. Der Herausforderer, the Challenger, Juan Pablo Hernandez. Fighting out of the red corner in black trunks with gold in der roten Ecke, der amtierende Weltmeister. Er ist 35 Jahre alt, 90,3 Kilogramm schwer. 1,91 Meter ist er groß, sein 12. Jahr als Profi mit dieser Bilanz. 26 Kämpfe, 24 Siege, 12 Mal durch K.O. Sein Trainer Nassim Richardson aus Philadelphia, Pennsylvania. The reigning and defending IBF Cruiserweight Champion of the World, der Weltmeister, Steve USS Cunningham. Bezwungen, jetzt tritt er an gegen den Kubaner Hernandez in den roten Hosen. Der etwas größere Mann mit der roten Hose, in Rechtsauslage boxend, mit der rechten als Führhand, der hier versucht, mit dem Jab ein bisschen hinzuführen erstmal. Das Duell, zwei exzellent ausgebildeter Boxer, der eine mit 26 Jahren noch ohne die ganz großen Kämpfe, der andere zuletzt nur selten geboxt, sporadisch, jeweils in den Jahren 2010, 9 und 8 nur einen Kampf absolviert, aber alles nur Pflichtverteidigung, also alles nur große Kämpfe. Hier die erste freiwillige Titelverteidigung bei der IBF für Steve Cunningham, den Mann von der amerikanischen Ostküste. Beide sehr gut im Oberkörper mit schönen Maitbewegungen. Das Ganze sehr gleiten. Jetzt zum ersten Mal dieses typische Stehen für Hernandez, der oft als Rechtsausleger dieses Lauern, dieses Katzenartige hat in vielen Kämpfen. Gar nicht so viel läuft. Starker Hand von Cunningham mit rechts. Aber auch der Einstieg von Hernandez. Aktion. Achtung, wo ist der Cut entstanden? Am linken Auge bei Hernandez, glaube ich. Nach dieser harten rechten Hand. Oder war der Kopf da sogar dazwischen? Schauen wir uns gleich nochmal an. Mickey Van hat nichts gesehen. Ein ganz enges Gefecht mit viel Tempo, mit hoher Geschwindigkeit und krachenden Händen hier in dieser dritten Runde. Oh, das ist ein ziemlicher Cut, da läuft jetzt auch Blut in das linke Auge hinein. Das
gibt natürlich diese Schlieren, da sieht er jetzt wenig. Das ist ganz schwierig jetzt für Hernandez. Und die einzige richtige Antwort, die er geben kann, wieder mit seiner Schlaghand von Hernandez. Zum Finale dieser dritten Runde, in der Cunningham bislang seine stärkste Leistung gezeigt hat. Aber ganz entscheidend wird natürlich sein, was war das mit diesem Kopfstoß? Müssen wir uns unbedingt nochmal ansehen. Jetzt hat er ein bisschen geschlafen, muss natürlich die Deckung höher nehmen. Die erste Runde bei Cunningham, jetzt der klare Kopfstoß. Für mich nicht so richtig Absicht. Ich glaube, er ging nach vorn in der Bewegung. Oh. Also, das war schon ein wenig über die Grenze dessen hinweg, würde ich jetzt sagen. Und dann sieht man auch, wie das Blut hier herauskommt. In der ersten Einstellung von der Seite sah es so aus, als ob er nur in die Kopfstoß. Bewegung mitgeht. Aber es war genau das, was Uli nein, jetzt anmerkt. Weil so gelockt, Mann. Tante Sauerei hier. Was für eine Geschwindigkeit in dieser scheinbar leichten 1-2-Kombination. Und auch die hier nur angedeutet mit rechts oder mit links geschlagen. Ein exzellenter Boxer, dieser Hernandez, im wichtigsten Kampf seiner jungen Karriere. Ein bisschen gefehlt. Da haben sie in Kienbaum noch mal dran gearbeitet, auch nicht richtig eingestiegen in die Aktion. Die Hoffnung, ich sagte es, dass Cunningham irgendwelche konditionellen Probleme zeigt, die können sie schon mal aufgeben. Auch wenn sie sich allein den Körper des Modellathleten ansehen, der immer noch kleinere Modeljobs annimmt. Marschiert hier nach vorn, treibt ein bisschen Hernandez vor sich her. Beide brauchen noch Luft, jetzt in dieser fünften Runde. Nach vielen schnellen und explosiven Aktionen. Seitdem er hier bei Sauerland unter Vertrag ist, der Vertrag wurde ja nochmal verlängert. Man hat viel mit ihm vor, um 5 Jahre, aber dazu muss er natürlich auch gewinnen. Verträge im Boxen sind nur was wert für die Sieger. Das weiß auch Hernandez. Aber die Körpersprache auch in dieser Aktion zeigt mir keinen aufgeregten Hernandez. Er ist sich seiner Mittel sicher. Er hat gesehen, wenn ich dazwischen funke, bin ich da. Ich kann ihn treffen. Ich kann der schnellere Mann sein. Habe teilweise die besseren Reflexe, die besseren Kombinationen hier geschlagen. Das ist in Ordnung. Wieso macht mich das so? Versucht den Körper mit einem der Lieblingsprojekte von Uli Wegner. Der Junge kann alles werden, hat er gesagt. So ein schöner Kerl und so viel Talent. Aber jetzt ist er gefordert. Wir sind erst bei der Halbzeit gleich des Kampfes angelangt.
Beide haben ja nicht unbedingt den riesen Rekord in Sachen Knockouts vorzuweisen. Getroffen mit dem Jab von Cunningham. Und jetzt hat er auch auf dem rechten Auge Probleme. Jetzt kann er ganz schlecht sehen. Vielleicht ist das Beste, jetzt auch erstmal ein bisschen zu klammern, um erst einmal über diese Runde zu kommen. Eben für sie schlecht zu sehen, aber diese deutlichen Versuche mit dem Zwinkern sozusagen ein bisschen mehr Sicht ins Auge hineinzubekommen, das wird nicht helfen. So langsam, Hernandez, die rechte Hand zu weit oben. Eines der Probleme, Cunningham mit ein bisschen Oberwasser in dieser Runde. Jetzt die besseren Hände für ihn. Und ich sage, das ist auch ein bisschen dieser Unsicherheit natürlich geschuldet. Das stört jeden, das ist doch ganz klar. Noch zumal die beiden hier eben boxen und nicht Fußball spielen. Fußball spielt man, das ist Boxen. Und da ist das unter den Bedingungen für Hernandez verdammt schwer. Jetzt nochmal die Aktion. Und erneut mit dem Kopf vorn rein. Und diesmal nicht auf die linke Gesichtshälfte, sondern deutlich zu sehen auf die rechte. Gib doch noch was her, hier oben auch noch mal drin, Mensch. Das mach doch mal hin jetzt, Mann. Der Hinweis von Professor Wagner, dass das ein ganz schwerer oder wie er selbst sagt, hässlicher Cut ist, ein großer Schnitt. Das würde bedeuten, wir sind ja jenseits der vierten Runde. Wenn der Ringrichter Mickey Van sich dazu entscheiden sollte. Und er entscheidet sich, glaube ich, dafür, wenn ich sein Zeichen richtig deute. Weiter oder nicht? Mickey signalisiert nicht weiter. Uli ruft von oben runter weiter. Das hätte er sozusagen nicht in den Händen, sondern er müsste, und da ist er der einzige Mann, der entscheiden kann, es müsste Mickey Van darüber befinden, ob es weitergeht oder nicht. Die Signale, die Sie vielleicht auch gerade gesehen haben, dieses kreuzende Hände bedeuten eigentlich, es ist Schluss. Das bedeutet, wir gehen auf die Scorecards und es werden die Punkte zu diesem Zeitpunkt zusammengezählt. Und das könnte bedeuten, aus meiner Sicht, dass Cunningham vorne ist. Dass Cunningham natürlich nicht vorne ist, sondern dass, um Himmels Willen, dass Hernandez vorne ist. Jetzt in dieser Phase des Kampfes. Also, auch der Hinweis von Mickey, dass er diese zwei Kopfstöße Mickey Van als unabsichtlich eingestuft hat, dass es keine weiteren Punktsaktionen gegen Steve Cunningham gibt. Fakt ist das, was ich gesagt habe, jetzt wird die bisher erzielte Punktzahl zusammengezählt, dann kommt es zum Urteil. Wir sind jenseits der vierten Runde, sechs Runden sind abgeschlossen. Und nach dem, was wir hier so zusammengezählt haben, müsste es eine leichte, kleine Führung für Juan Pablo Hernandez geben. Has it 57-56 Cunningham. Howard Foster aus England, 57-56 Cunningham. Dave Parrish. Has it 58-55 Hernandez. And judge number 3, Pavel Cardini aus Polen. Werde den Kampf 59-54. 59-54 for the new IBF Cruiserweight.